Servus, grüezi und moin moin, herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge von Oblivion. Wir haben das letzte Mal die Zutaten für einen neuen Torwächter gesammelt. Heute machen wir den. Ich hoffe, wir müssen hier nicht mit dieser Frau irgendwie einen Akt vollziehen. Ja, sondern ihr nur das Zeug in die Hand drücken und dann einfach abhauen. Und die Quest ist erledigt. So, hier ist sie auch schon. Ihr seid mit allen Bestandteilen zurückgekehrt? Ausgezeichnet. Jetzt bleibt nur noch die Körperteile auszuwählen. Körperteile auszuwählen? Wie jetzt? Da ich befürchtet hatte, dass mein Kind eines Tages umgebracht werden könnte, habe ich einen neuen Körper vorbereitet. Aha. Ich habe mit unterschiedlichen Eigenschaften ausgestattete Versionen von allen Körperteilen geschaffen. Ihr müsst von jedem einen wählen. Mir gefallen sie alle. Das Privileg des Künstlers. Wie jetzt? Okay. Oh, ihr meint meine Versuchspersonen. Macht euch um sie keine Gedanken. Sie sind Freiwillige, mehr oder weniger. Okay. Außerdem fördern sie wichtige Forschung im Bereich der Natur des Schmerzes und des Leidens, des Lebens und des Todes. Stimmt. Ja. Habt keine Sorge. Die Würdigen hole ich immer ins Leben zurück. Außerdem billigt Fürst Sheogorath meine Studien und meine Methoden. Ja gut, das war klar, ne? Jeder treue Diener des Wahngottes würde seinen Beschluss in dieser Sache respektieren. Ja. Lasst sie frei und hört auf, sie zu foltern. Sollen wir jetzt irgendwie ein bisschen... Ich glaube, Sheo würde das feiern, wenn wir irgendwie ein bisschen gegen die ganze Geschichte arbeiten. Ich kenne eure Sorte. Ihr haltet euch für etwas Besseres. Nee. Ihr verfolgt das Genie, wo immer ihr es findet, weil wir über eure simple Moralität hinausschauen können. Mein geistiger Horizont ist weit, während ihr nicht über den Tellerrand blicken könnt. Ja, aber solche Methoden... Ich kann den Schuldigen das Reinigungsfeuer der Vergeltung gewähren, sodass sie mit geläuterter Seele sterben können. Und ich kann den Würdigen ewiges Leben gewähren. Ja, wo? Und was habt ihr der Welt zu bieten, außer der heißen Luft, die durch dieses Loch aus eurem Kopf entweicht? Was habe ich denn hier? Hauptschulabschluss, dann habe ich eine Lehre gemacht, dann habe ich eine Ausbildung gemacht, noch eine Ausbildung gemacht. Und ja, ich kann ein bisschen was von allem, bin aber nirgendwo richtig gut drin. Also... eigentlich jetzt gar nicht so schlecht, oder? Deswegen sage ich, befehle euch aufzuhören. Ich bin Herzog. Aus Achtung vor meinem Fürsten Sheogorath werde ich diesen Ausbruch erdulden. Ich werde euch sogar eure Bitte gewähren. Schön. Aber nur, wenn ihr eure Aufrichtigkeit und die Tiefe eurer Überzeugung unter Beweis stellt. Ja, das war klar, oder? Seid ihr bereit, den Platz mit diesen Seelen zu tauschen und die volle Last ihrer Schmerzen und Leiden zu ertragen? Überlegt es euch gut. Ja, da sind wir jetzt wieder bei der moralischen Frage, ne? Und der Frage, was wird auf uns warten, wenn wir hier einwilligen? Wir können es ja mal ausprobieren und danach entscheiden, wie es so ist. Weil es gibt ja immer eine Möglichkeit, irgendwas, irgendeinen Zauber aufzuheben und sonstige Sachen. Außerdem sind wir in der Macht, Sachen zu laden und zu speichern. Deswegen würde ich jetzt das Ganze ausprobieren. Seid ihr sicher? Ihr werdet den euch zugefügten Schaden nicht leicht heilen können. Ihr bringt ein dauerhaftes Opfer. Es ist sogar wahrscheinlich, dass ihr sterben werdet. Ja gut, das machen Vielleicht wir sowieso solltet irgendwann. Ihr es lieber überdenken. Ich bin entschlossen, dieses Opfer zu bringen. Wirklich? Also gut. Ich war mit Ihnen noch nicht ganz fertig. Aber solange ihr in der Gunst von Sheogorath steht, werde ich keine Experimente an diesen Leuten durchführen. Ja. Ich bin bereit. Also gut. Das könnte jetzt ein bisschen wehtun. Thank you.
Ja. War's das jetzt? War's das jetzt? Wirklich? Ich dachte, da kommt mehr. Ja, gut. Ja. Ach, hier. Da können wir jetzt auswählen. Schön. Alles klar. Dann machen wir hier kurz nochmal einen Abstecher nach oben. Wo ist die denn jetzt hingerannt, die Alte? Ich weiß nur nicht, wie die heißt, ne? Ist es denn so schwierig? Holt von jedem ein. So. Menschenskinder. So, jetzt schauen wir schnell nach, ob die Leute hier befreit wurden. Nein. Okay, hier sind da einige gestorben. Naja, gut, okay. Befreien die mal, ne? Dann gehe ich die holen. Aber flott. Da bin ich jetzt gespannt drauf, ne? Ich glaube, wir können einfach in die Kirche gehen und uns wieder... Ja? Was macht die denn jetzt? Hallo? Ach, warte mal, hier. Naja gut, aber die hier sind tot, ne? Du kleines Schweinchen, ey. Naja, gut, dann widmen wir uns den neuen Torwächter. So. Helm der Kraft. Zornige Psyche. Herz der Wundenteilung. Herz der Zauberumkehr. Lebensbrust. Magiebrust. Flinkheitsbeine. Kraftbeine. Feuerschildarm. Schockschildarm. Frostschildarm. Ja gut, also die Ordnungstypen, die greifen ja immer meistens an mit einem Schwert mit Frostschaden. Ne? Das heißt, wir müssen ja das Land hier gegen die Kollegen hier schützen. Aber auch gegen Leute, die ja sonst so kommen. Herz der Zauberumkehr. So, fangen wir mal hier beim Kopf an. Helm der Kraft, zornige Psyche. Naja, es soll ja auch nicht die Stadt, die Leute vom Passwall angreifen. Na, ich nehme mal Helm der Kraft. Dann Herz der Zauberumkehr. Lebensbrust. Dann haben wir hier Schlitzerarm. Prügelarm. Hackarm. Dann nehmen wir den Schlitzerarm. Frostschildarm. Und die linken Beine. Ich bin fertig mit der Auswahl der Körperteile für den Torhüter. Jetzt soll ich zur Relmia Verenim zurückkehren. So. Gut, dann bauen wir den mal zusammen, ne? So, hat die jetzt ja mittlerweile hier die Leute freigelassen? Nee. Ja, ich möchte aber auch, dass du einen Psychotherapeuten für die bezahlst, ne? Die sehen wir dann später in Insound Mind wieder. Immer diese... Ihr habt eure Auswahl getroffen. Jetzt begeben wir uns zur Statue unseres Fürsten im Randland. Dort werden wir die Zeremonie vollziehen. Beeilt euch. Uiuiui, ui, Zeremonie vollziehen. Das klingt immer so... Boah. Boah. Naja, let's go. So, die Frage ist jetzt wirklich, was dieses Leid hier, was die uns gegeben hat, was es damit auf sich hat. Ne? Die Frage ja auch wieder. Naja. Wir werden es wahrscheinlich irgendwann mal wieder herausfinden.
Wenn die jemanden foltern wird, dann werden wir wahrscheinlich ihr Versuchskaninchen sein. Mal sehen. Aber damit habe ich kein Problem. Hier ist irgendwo Erz oder Bernstein. Ja, das zu finden ist auch immer so eine Sache, ne? Da drüben. Ne. Ja, gut. So. Dann lass uns mal einen neuen Torhüter zeugen. So, wo müssen wir dann hier lang? Ach, hier. Okay. Dann speichern wir jetzt mal hier nochmal. Das letzte Mal haben wir gespeichert hier. Das heißt, wir sind hier auf 415, wo wir noch nicht verzaubert wurden von dieser kleinen Bitch. Ich bin bei der Statue Sheogorath angekommen. Ich sollte mit Relnia sprechen. Das machen wir auch. Wenn die auch hier ist jetzt. So. Come on, let's twist again. Wollen wir mit der Zeremonie beginnen? Natürlich. Lasst uns anfangen. Legt zuerst den Körper des Torwächters in den Tank der Substanzierung. Tank des... ja. Am Anfang der Welten waren 5 Elemente. Feuer, Wasser, Erde, Luft und Licht. Die Dunkelheit wurde zum Tag und die Leere nahm Form an. Aufgrund der eigenen Selbsterkenntnis war das 6. verborgen, das in sich die 5 vereinigte, die es gebaren. Das Fleisch. Das Fleisch. Fleisch mit dem Verlangen, wie das Feuer zu verzehren. Legt die Dermis-Membran in den Tank. Blut, flüssiger Nährstoff, Ozean, der die Perlen des Lebens an die Küsten der Existenz spült. Legt den Blutlikör in den Tank der Substanzierung. Knochen, geäst und Stein des Körpers, der Gestalt und Form verleiht. Legt das Knochenmark in den Tank. Atem, Kind der Luft, der Bewegung schenkt und den Geist erweckt. Legt die Essenz des Atems in den Tank der Substanzierung. Und zuletzt das Licht des Fleisches, die Erleuchtung der Seele, Wahrnehmung, Denken, ja. Erinnerung, Fantasie. Ich beschwöre dich, fleischgewordener Wanderer, Fleisch des wahren Fleisches, von den Wassern Oblivions, die deinesgleichen hervorbringen. Komm zu diesem Altar, verbinde dich mit diesem Körper. Möge sich die Quintessenz des Fleisches mit der Essenz des Fleisches verbinden, das Reine und das Sterbliche, unsterblich verbunden. Tretet vom Tank zurück, kommt her zu mir. Ja, ich bin über dir. Ehrwürdiger Daedric, fürchte nicht die Erniedrigung. Du sollst in diesen Tempeln das Heiligtum sein. Ich sieht das schön aus. Atronach an diesem Ort, als künftiger Alter. Der Shivering Isles. Mein Kind, es wird Zeit, dein Schicksal zu erfüllen. Beschütze dieses Land gegen alle Eindringlinge, die das Zeichen von Sheogorats Gunst nicht tragen. Du wirst sie an der Kälte ihrer Gedanken und der Dunkelheit ihres Geistes erkennen. Was ist das? Mein Kind, sie kommen. Vernichte sie. Zeig ihnen deine wahre Macht. Gut, jetzt müssen wir gucken, dass wir nicht fehlen. Der Torhüter ist neu erbaut. Ich sollte mit der Meldung meines Erfolgs zu Sheogorath zurückkehren. Hier richtet ihm meine Ehrerbietung aus und meine Zuneigung. Na gut, Lippenlesen konnte ich jetzt nicht gerade, ne? Oh, mein Freund, ne? Oh, scheiße, die. Siehst du? Die greifen mit. Der greift mit Schock an.
Ja, gut. Doch funktioniert, oder? Nanette Dons Schlüssel. Fela Sarandas. Ach, da ist er. Der kleine Verräterschwein. Da haben wir ihn doch. Was ein Pisser, ey. Ja gut, mein Freund. Dann. Ich möchte hier kurz an dieser Stelle noch was ausprobieren. Ich mach mal hier kurz Pause und dann sehen wir uns gleich wieder. So. Ja, sieht doch viel besser aus, oder? Würde ich sagen. Viel gefährlicher auch. Wenn der zehnmal so groß ist. Warte mal, ich probiere mal noch was. Nee, gut, das ist Maximum. Nee, gut. Schön. Ja, das sieht schon mal ein bisschen, erschreckender aus, würde ich sagen, wenn ich hier langkomme und hier, Freund Torwächter hier steht. Sieht schon, ja, gefällt mir. Also besser wie der kleinere, ne? Da haben wir ein bisschen größer gemacht. So. Gut, Aufgabe abgeschlossen. Und es regnet. Schön. Freue mich, wenn es regnet. Mal gleich irgendwie schnell reisen. Ja. Spitze. Da haben wir wieder was Neues erledigt hier. Am Hofe Shiogorath. Ist ja immer gut. Seid gegrüßt, Herzog. Hi. Ich grüße dich auch, du goldenes Geschöpf. So, Shio. Ist mir wie ein neuer Torwächter. Ausgezeichnet. An euch ist vielleicht doch etwas dran. Das dürfte Eindringlinge fernhalten. Und wie ich sehe, habt ihr gelernt, Fleischadronacke zu beschwören. Remina mag euch bestimmt, kleiner Herzog, aber vermutlich nicht auf die Weise. Ja. Stimmt. Oh. Fürst Sheogorath, Stress. Entschuldigt die Störung, aber ihr müsst uns helfen. Ordnung hat Brellak angegriffen und uns in die Flucht geschlagen. So, so. Was für eine interessante Wendung. Das ist neu. Und ich mag Neues. Ist selbst mir wie immer ist. Ein Und das hier Vergnügen. Ist schlecht, oder? Schnauze. Meine Güte. Das ist eine besonders spannende Wendung, was? Eine ideale Aufgabe für euch. Als jüngste und einzige Person von Adel im Reich. Wenn Ordnung in die Festung meiner Armee eingedrungen ist, so ist das eine beunruhigende Wendung. Oh. Das bedeutet, dass Ordnung es mit List versucht hat. Nicht gerade ihre Stärke. Erstaunlich. Vielleicht laufen die Dinge nicht ganz so schlecht, wie ich mir vorgestellt hatte. Alle Details werdet ihr vom Boten erfahren, wenn ihr sie nicht bereits kennt. Das tut ihr nicht, oder? Nee. Warum hat Sugarlack nicht selbst... Ihr seid ja köstlich. Wisst ihr denn wirklich nicht? Seid ihr etwa so schwer von Begriff? Ja. Er ist ich. Ich bin er. Wir sind beide in einer Person. Ich werde deshalb nicht hier sein, wenn er eintrifft, weil ich er sein werde. Es ist immer dasselbe. Der graue Marsch beginnt, okay. Ordnung macht sich breit und ich werde zu Jigalak und zerstöre mein ganzes Reich. Ja. Wann wird es passieren? Bald, allzu bald. Ich spüre schon, wie die Verwandlung beginnt. Ich habe das Gefühl, nicht ganz hier zu sein. Ich bin noch nicht dort, aber auch nicht mehr ganz hier. Und ich erlebe lichte Augenblicke, die für mich ganz und gar untypisch sind. Zum Beispiel jetzt. Oh, wie können wir das aufhalten? Aufhalten? Oh nein, das geht nicht. Glaubt mir, ich habe es versucht. Das endet nie gut. Aber ihr werdet dennoch den grauen Marsch aufhalten. Ihr werdet Jigalak mich davon abhalten, mein Reich zu zerstören. Was sollen wir jetzt machen? Jetzt?
Nichts hat sich geändert. Ihr befasst euch mit diesem Boten. Sorgt dafür, dass meine Armee in Sicherheit ist. Ihr werdet sie brauchen. Okay. Gut. Ciao. Komm. Euer Gnaden, es gibt Schwierigkeiten. Ihr müsst schnell kommen. Was kann ich tun? Unsere Festung Prellock wurde überfallen. Die Kräfte der Ordnung haben uns überrannt. Ihr müsst sofort Ismi zu Hilfe eilen. Ismi. Wer ist denn Ismi? Sie hat die Herrschaft über die wenigen Streitkräfte übernommen, die noch übrig sind. Sie wartet auf euch vor Prellock. Beeilt euch bitte. Es bleibt nicht viel Zeit. Ja, okay. Prellock. Es ist unser Heim. Unser Heiligtum auf den Shivering Isles. Wenn wir es verlieren würden, wäre mein Volk dem Untergang geweiht. Ja, das wäre ja nicht so gut, oder? Bitte, euer Gnaden, eilt nach Prellock, ehe es zu spät ist. Ja, dann lass uns mal gehen, ne? Der Shio ist schon ein heißer Typ. So. Gut, dann haben wir... Was haben wir denn noch dazu bekommen jetzt hier? Drüben muss das sein. Ach, hier. Vorwächterwaffe Nachbildung. Schön. Ja, dann ab. Zum Kampf, ne? Jetzt müssen wir wieder hier durchlaufen. Ach, Mensch, das Kinder. So. Die werden auch hier auftauchen, werde ich mir denken können. Denn hier sind auch Kristalle oder Obelisken. Und hier kann man auch schön irgendwie reinlaufen. So, Prellock ist hier drüben, haben wir noch nicht entdeckt. Kollerlager. Gehen wir da hin und gehen dann zu Fuß rüber. Ist ja auch nicht so weit. So, greift uns direkt einer dieser Schwänze an. Ja, lauf. Wohin läufst du denn? Bleib halt hier, Mensch. Ich wollte dir nur mein Schwert zeigen. Ist nämlich echt schön. Ah, so. Kollerlager, ne? Greift uns einfach an, dieser kleine Schwein. Da waren wir eh schon. Da haben wir eh alles gelootet hier. Ja, sehr gut. Da müssen wir noch hier rüber. Ich würde vorher aber fast warten. Denn wandeln am schönen Tage ist mir fast lieber, als hier in der Nacht rumzulaufen. So, ach, siehste, Vögelgezwitscher, ne, Schmetterlinge hier, die nicht rumfliegen. Ach, bist du schön. Hier unten ist ein Dorf, können wir auch schnell vorbeilaufen. Wir können jetzt auch einen Torwächter vorrufen. Das hat jedenfalls Shio gesagt. Fleischadronach beschwören. Ah ja. Nice Scheiße. Sehr gut. Super. Ne, hier müssen wir raus. So. Was war denn hier los? Hochkreuz. Auch schön. Ja, finde ich auch schön. Finde ich auch schön. Vor allem dieser Riesenpenis hier. Naja, gut. So riesig ist er jetzt auch nicht. Und so penismäßig sieht er auch nicht aus, aber naja. Oh. Da können wir nicht runter. Ich meine, wir können schon, aber es ist nicht so gesund für Arme und Beine. Und vielleicht auch für den Rücken. Deswegen obenrum. Hier, dich wandle im finsteren Tal und geb's meiner Frau. Ihr wisst schon, ne? Auch nicht weit reden. Ihr wisst, was sich auf Strahl reimt. Genau, Strahl, ne? Oder Saal. Wir laufen hier oben rum, ist irgendwie ein bisschen feiner, finde ich. Kommen wir auch direkt zum Ziel. Ah, oder geht's runter? Oder geht's runter? Regel Nummer 1, immer in den gebückten Modus gehen. Dann kannst du ja eigentlich nicht unbedingt sterben. Ne? Hier unten haben wir wieder einen Obelisken. Der braucht uns jetzt aber nicht zu stören.
gehen hier lang. Sie sehen es wieder auch so ein. So ein Funkeln, ne? Und ich dachte zuerst immer, wenn so ein Funkeln ist, irgendwie Erz oder Bernstein irgendwo am Start. Scheint aber doch nicht so zu sein. So, da sind wir auch schon, glaube ich, ne? Hier vorne ist es auch. Hier oben. Moin! Danke, dass ihr gekommen seid. Entschuldigt, dass ihr herbeigerufen wurdet. Dafür bin ich verantwortlich. Wir haben die Herrschaft über Brellag verloren. Oh, der Tardon hat sie hereingelassen. Wir ahnten nicht, dass er uns verraten würde. Oh, Tardon. Unsere Kommandantin Stada wurde gefangen genommen und irgendwo eingesperrt. Zuallererst müssen wir sie befreien. Ah, dieser Tardon, ne? Ich habe schon gewusst, dass das ein falscher Hund ist. Wo ist Stada jetzt? Tardon hatte sie beiseite gerufen, wodurch sie von der Gruppe getrennt wurde. So sollten wir versprengt werden, um leichtere Ziele für die Mächte der Ordnung abzugeben. Mhm. Stada wird irgendwo in Prellag gefangen gehalten. Würde man sie töten, so könnte sie zu uns zurückkehren. Deshalb wird sie als Geisel gehalten. Ach so. Wenn wir den Wassern des Urquells folgen, finden wir sie bestimmt. Was für Gegner sind dort? Tardon hat sie hereingelassen. Es waren unzählig viele. Uns blieb nur, uns zurückzuziehen und hier neu zu formieren. Mhm. Wir müssen Stada so bald wie möglich befreien. Sie wird wissen, was zu tun ist. Okay. Also los geht's. Verzeiht mir, wenn ich das so sage, Euer Gnaden, aber vom Herzog von Dementia Befehle entgegenzunehmen, finde ich beunruhigend. Ja, aber dein Herzog ist... Ihr seid der einzige verbleibende Herzog. Eine noch nie dagewesene Situation. Genau. Normalerweise würde euch nie erlaubt werden, Prellag zu betreten. Angesichts der Notwendigkeit, schnell zu handeln, müssen wir über die Sitten hinwegsehen. Wir werden hinter euch stehen, Euer Gnaden. Supi, dann haben wir gleich zwei Throne jetzt, ne? Grünchen. Gut, dann machen wir das nächste Folge, ne? Glaube ich, ist besser so. Wir haben jetzt 27 Minuten. Das kann man ja wohl noch irgendwie ein bisschen verstehen. Dass wir das nächste Mal machen, glaube ich. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann morgen wieder hier in Brellag mit Action, hoffentlich. Bis dahin, bleibt gesund und auf Wiederschauen.